Hallo, hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 14. Mai 2014 mit der Nummer 343. Welt. Zahnärzte raten seit jeher, mindestens zweimal täglich die Zähne zu putzen. Muss einen nicht wundern, denn dazu empfohlen wird Zahnpasta. In fast allen befindet sich Fluorid, welches die Zähne massiv angreift, den Zahnschmelz langsam aber sicher zerstört. Fluor oder Fluorid ist gut für die Zähne, eine der größten Gesundheitslügen. Fluor ist eine der giftigsten und unschädlichsten Substanzen im Universum. Fluor ist hochgradig ätzend, frisst sich durch Aluminium, Glas, sogar Stahl. Natürlich auch durch Zahnschmelz. Die Geschichte von Fluorid und Fluoridierung ist die von vorsätzlicher Falschinformation, gefälschten Statistiken, Interessengemeinschaften der Aluminium-, Stahl- und Phosphatindustrie. Der Allgemeinheit wurde durch massive Propaganda glaubhaft gemacht, Fluoridierung von Zahnpasta ist gut, verhindert Löcher in den Zähnen. Nichts könnte falscher sein. Bitte selber weiterlesen. Welt. Studien zeigen, offenbar gibt es nichts Besseres als Muttermilch für den Säugling. 2004 belegte eine amerikanische Studie, dass das Risiko der Kindersterblichkeit in den USA dadurch deutlich gesenkt wurde. Eine weitere attestierte gestillten Säuglingen besseren Schutz vor Infektionskrankheiten. Sie erkrankten wesentlich seltener im Alter, bis zu einem Jahr, als Kinder, die keine Muttermilch erhielten. Das Stillen fördert die Hirnentwicklung. Bereits in den 40er Jahren stellten VS-Forscher fest, dass gestillte Kinder in den ersten Lebensjahren einen Entwicklungsvorsprung haben. Das Wachstum der weißen Gehirnsubstanz ist bei den gestillten Kindern um 20-30% größer als bei ungestillten. Seit einigen Jahren gibt es auch Hinweise darauf, dass gestillte Säuglinge einen höheren Intellektquotient, fälschlich genannt Intelligenzquotient, haben, als Erwachsene sozial besser gestellt sind als ungestillte Kinder. Maryland. Die USA fangen Hardware ab, die zum Export bestimmt ist. Pflanzen Späh- und Ortungsmechanismen ein, enthüllte gestern das neue Buch Die globale Überwachung von Glenn Greenwald über die NSA. Greenwald beruft sich dabei auf Berichte der NSA-Abteilung Access and Target Development von 2010. Laut diesen sei es üblich, unter anderem Server, Router und andere Netzwerktechnik vor der Ausfuhr in Drittstaaten mit Abhörtechnik zu präparieren. Danach werden die Geräte neu verpackt und wie geplant versendet. Damit eröffnet sich für die NSA die Möglichkeit, weitreichend in Netzwerke einzudringen, umfassende Informationen über deren Struktur und Lokalisation zu erhalten. Washington DC. Die Obama-Regierung hat direkte Verhandlungen mit dem Führer der politischen Front der vom Westen unterstützten Terroristen in Syrien aufgenommen. Thema der Verhandlungen: Lieferung von amerikanischen Bodenluftraketen. Gleichzeitig tauchen neue Beweise dafür auf, dass diese Kräfte von Milizen dominiert sind, die mit Al-Qaida zusammenarbeiten. Terroristenanführer Al-Jaba traf letzten Donnerstag im VS-Außenministerium Außenminister Kerry. In den nächsten Tagen außerdem Präsident Obama im Weißen Haus. Naja. Welt. Angeblicher Aufschwung und behauptetes Wirtschaftswachstum sorgen für beste Stimmung an den Weltbörsen. New York hat bereits die Rekordmarke des Dow Jones nach oben versetzt. Der DAX in Frankfurt steht kurz davor. Grund dafür? Vermeintliche Entspannung in der Ukraine-Krise. Obwohl die Volksabstimmung gerade erst neuen Zündstoff bereitete, in dem nämlich Russland das Votum akzeptierte, der Westen es schlicht als ungültig abgelehnt hat, soll sich die Lage jetzt plötzlich über Nacht beruhigt haben? Also, die Lügen hören eben einfach nicht auf. Caracas. Venezuelas Präsident Maduro wirft den USA vor, hinter den anhaltenden Straßenprotesten zu stecken, einen Putsch gegen seine Regierung zu versuchen, um das venezolanische Öl in die Hände zu bekommen. Venezuela hat die größte Menge an Ölreserven auf der Welt,
verdrängte sogar Saudi-Arabien von der Spitze. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum das Land genauso boykottiert wird. Mexiko-Stadt. Der VN-Sonderberichterstatter zu Folter, Mendes, hat der mexikanischen Regierung nach einem 12-tägigen Besuch im Land vorgeworfen, im Zuge der Verbrechensbekämpfung zu wenig gegen die verbreitete Anwendung von Folter zu unternehmen. Nach Mendes' Ansicht ist vor allem das Handeln von Polizeibeamten auf Gemeinde-, Landes- und Staatsebene von Armeeangehörigen sowie Ministeriumsangestellten problematisch. In Mexiko gelte die Folter schon fast als normal. Tja, uralte Geschichte. New York. Das Zentrum für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen warnte die israelische Regierung vor der zunehmenden Zerstörung palästinensischer Wohnhäuser. Es wird in diesem Bericht unterstrichen, dass die Unterdrückung der Palästinenser sich 2014 erhöht habe. Daher müsse sich die internationale Gemeinschaft für einen Stopp einsetzen. Es würde höchste Zeit. Damaskus, Berlin. Beteiligt sich Deutschland im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Syrien verstärkt an den Waffenlieferungen und Finanzhilfen an die von den USA unterstützten Terroristen, welche versuchen, Syrien zu destabilisieren? Dieser Vorwurf kam Montag aus dem syrischen Außenministerium. Fukushima. Wissenschaftler aus Japan haben festgestellt, dass die in die Atmosphäre ausgetretene Menge des radioaktiven Cäsiums 137 um den Faktor 1,5 höher ist als vom Anlagenbetreiber TEPCO kalkuliert. Ein hoher Anteil des freigesetzten Cäsiums sei zudem direkt in den Ozean gelangt. Naja, das wissen wir ja schon länger. Japan. Mit großem Jubel wurden und werden die Anstrengungen des japanischen Regierungschefs Abe um die Zerlegung der Währung gefeiert. Auch das offensichtliche Scheitern der Abenomics ändert nichts am geistlosen Jubel. So schaut man staunend zu, wie statt den Exporten die Importe nach oben klettern. Moskau, Ukraine, Genf. Moskau hat die Ergebnisse des Referendums in den ukrainischen Verwaltungsbezirken Donetsk und Lugansk anerkannt. Russland fordert, dass nun die Genfer Vereinbarungen in einem direkten Dialog zwischen den ukrainischen Parteien umgesetzt werden. Donetsk. Der am Montag ernannte Befehlshaber der Streitkräfte der selbstproklamierten Donetsker Volksrepublik, Strelkow, hat eine Antiterroroperation angekündigt. Er forderte alle ukrainischen Soldaten in der Region auf, entweder zur DVR zu wechseln oder die Region zu verlassen. Lugansk. Der sogenannte Volksgouverneur des ukrainischen Gebiets Lugansk, Bolotow, ist bei einem Attentat verletzt worden. Wie sein Pressedienst am Dienstag mitteilte, wurde Bolotow mit einer Schusswunde rechtzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bestehe im Moment keine Lebensgefahr, hieß es. Tiflis. Der amerikanische Kriegsminister Hegel hatte bei einem Treffen mit seinem georgischen Amtskollegen Alasania Georgien militärische Unterstützung zugesichert. Pentagon-Sprecher Kirby: Die Verteidigungsminister besprachen die andauernde Krise in der Ukraine. Sie prüften die Bemühungen der Verbündeten und Partner in der Region um die Festigung der internationalen Verpflichtungen und um die Fortsetzung des diplomatischen und ökonomischen Drucks auf Moskau. Georgien. In Georgien werden Freiwillige zur Teilnahme am Militäreinsatz gegen die Anhänger der Föderalisierung eingestellt, meldete eine Quelle im georgischen Parlament. Ostukraine. Die ukrainischen Sondereinheiten Omega und Vega, die an der Niederschlagung der Proteste im Osten des Landes teilnehmen, haben neue Uniformen aus Deutschland geschenkt bekommen. Ach, wir haben jede Menge zu verschenken, immer wieder. Die Soldaten loben die neuen Uniformen als ein wichtiges und rechtzeitiges Geschenk, denn sie sind bis ins Detail durchdacht, teilte das ukrainische Innenministerium Dienstag mit. Über die genaue Menge der Uniformen, die die BRID geliefert hat, machte das Innenministerium keine Angaben. Nordafrika, Europa.
Manche warnen vor einem Exodus biblischen Ausmaßes. Hunderttausende warten in Nordafrika darauf, nach Europa überzusetzen. Na klar, hier ist genug Platz wahrscheinlich. Immenser Zustrom nach Italien, auch Spanien und andere Länder an den EU-Außengrenzen sind betroffen. Heißes Eisen bei der Europawahl. Kaum ein Tag im Mittelmeer vergeht ohne Notrufe von heillos mit Flüchtlingen überfüllten Booten. Abgelegt haben sie an nordafrikanischen Küsten. Sie müssen nur in die Nähe italienischer Gewässer rund um die Insel Lampedusa gelangen. EU Berlin. Trotz aller internationaler Bekenntnisse, aggressiver Steuergestaltung einen Riegel vorzuschieben, locken immer mehr europäische Länder multinationale Konzerne mit besonders niedrigen Steuern für Lizenzeinnahmen, sogenannten Patentboxen. Nach Angaben der Bundesregierung werden inzwischen in 12 europäischen Staaten Lizenzeinkünfte zu Vorzugskonditionen besteuert. Die Bundesregierung sieht Patentboxen kritisch, hieß es in einer am Montag bekannt gewordenen Antwort auf eine Anfrage der Grünen. Warschau, unser Lieblingskind. Die schwere Ukraine-Krise dringt Polen nach Worten von Außenministerin Sikorski zu einem schnellstmöglichen Einstieg in die Eurozone. Die gegenwärtige Entwicklung in der Ukraine soll Polen zu einer Integration in die Eurozone mobilisieren, sagte er letzten Donnerstag im polnischen Parlament in seinem Jahresbericht zur Grundbestimmungen der Außenpolitik. Na klar, Polen muss da rein jetzt, unbedingt. Da gehen mir jetzt aber Gedanken durch den Kopf. Will ich nicht äußern. Frankfurt Eurozone. Die EZB wird ihre seit November anhaltende geldpolitische Ausrichtung im Juni voraussichtlich ändern. EZB-Präsident Draghi zeigte sich unzufrieden mit der erwarteten Inflationsentwicklung und erklärte, der Rat fühle sich wohl damit, im Juni zu handeln. Zur Steigerung des geldpolitischen Expansionsgrades wird wohl ein Maßnahmenmix bevorzugt werden. Spanien. Wenn Lara Hernández die Beteuerungen der regierenden Volkspartei PP in Spanien hört, das einstige Krisenland werde zum Motor des europäischen Wachstums, wird sie richtig böse. Spanien ist immer noch kein Land für junge Leute. Die Lage zwingt uns immer noch zum Kofferpacken, schimpft sie. Bei 56% Jugendarbeitslosigkeit ist die Lage in Spanien immer noch hochdramatisch. Kopenhagen. Die dänische Polizei hat gestern bestätigt, dass das diesjährige Bilderberger-Treffen vom 29. Mai bis zum 1. Juni im Marriott Hotel in Kopenhagen stattfinden wird. Es wurden zwar zunächst Zweifel laut, dass sich das 5-Sterne-Hotel mitten in Kopenhagen nach alter Tradition der Bilderberger nicht wirklich eignen würde. Direkt neben der Straße, die vor dem Hotel vorbeiführt, hat die Polizei vor, einen großen Parkplatz zu räumen und eine Protestzone einzurichten. Das Polizeihauptquartier ist gleich in der Nähe. Somit wollen sie nach eigenen Angaben über jeden Schritt und Tritt der Demonstranten wachen. Hoffentlich werden sie munter und wachen bald mal über die anderen, die da tagen wollen. Berlin-Ankara. Der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, BDLI, rühmt die türkische Rüstungswirtschaft als strategischen Partner, kündigt eine Ausweitung der Kooperation bei der Produktion von Kriegswaffen an. Wir brauchen immer noch mehr Kriegswaffen. Richtig, immer noch mehr. Das Haus hier. Anlass ist der in der kommenden Woche beginnende internationale Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin, laut BDLI eine der bedeutenden Wehrtechnikmessen Europas. Die Türkei ist seit den 60er Jahren Zielland milliardenschwerer deutscher Rüstungsexporte. Die gelieferten Waffen werden unter anderem zur Niederschlagung innerer Unruhen und zur Aufstandsbekämpfung eingesetzt. Ja, warum gibt es überhaupt Aufstände? Wenn sie alle schön brav wären und würden uns leben lassen, gibt es keine Aufstände. Nicht zuletzt aufgrund der Zusammenarbeit mit deutschen Rüstungsfirmen hat sich die Türkei mittlerweile selbst zum Waffenexporteur entwickelt. Bei der diesjährigen Messe wird der NATO-Staat erstmals eine Kampfdrohne aus eigener Herstellung präsentieren. Und jetzt sollte man mal über die ganzen Türme, die angeblich Handytürme sind, nachdenken. Die sind auch dafür gedacht,
wenn die Leute dann Chips im Körper haben oder eingepflanzt bekommen haben, dass man sie dann auch ohne Drohnen töten kann. Das ist eine tolle Sache, die hier stattfindet. Früher wurden die Handys über Satelliten geleitet, das ist wohl auch heute noch so, aber die Leute merken es einfach nicht. Berlin. Die Bundesregierung hat kein Problem damit, dass die VS-Basis in Ramstein als Relaisstation für Funkverbindungen des VS-Drohnenkriegs genutzt wird. Ich sehe das als eine Beihilfe für völkerrechtswidrige, außergerichtliche Hinrichtungen, erklärte der Bundestagsabgeordnete Hunko zur Antwort auf eine Anfrage zu Drohneneinsätzen gegen deutsche Staatsangehörige. BRID. Der Investitionsstau der Kommunen löst sich nur langsam auf. Vor allem der Abstand zwischen finanzstarken und schwachen Kommunen vergrößert sich stetig. Kommunen, die ihren Haushalt konsolidieren müssen, haben keinerlei Mittel für Investitionen. Tja, gelenkt und geleitet und gesteuert, warum wohl? ARD, ZDF. Gestern durfte der geneigte Rundfunkbeitragssteuerzahler sich in geballter Form mit den Errungenschaften des Euros durch die gleichgeschalteten Medienanstalten ARD und ZDF beglücken lassen. Ein Ausschnitt der Experte. Udo van Kampen, Leiter des ZDF-Studios in Brüssel, wies darauf hin, dass Deutschland bei einem Austritt keine Stimme mehr in Europa hätte. Auch wie traurig. Die anderen Staaten wieder Angst vor Deutschland, na klar, was auch sonst, und einen wachsenden Nationalismus hätten. Tja, wenn ja wenigstens mal wieder ein bisschen Heimatliebe stattfinden würde hier unter den Menschen, dann würde ich das ja alles noch verstehen. Aber das wird wohl noch dauern. Die Nazi-Keule, die wir täglich in den diversen Spattenkanälen der Öffentlich-Rechtlichen um die Ohren gehauen bekommen, darf hier natürlich auch nicht fehlen. Und so weiter und so fort, das Übliche. Da wird es einem nur noch schlecht. BRID Medien. Oft wird ja die Frage gestellt, was können wir tun? Antwort: Boykottiert die offiziellen Medien. Egal ob ARD, ZDF, Dritte, Spiegel und so weiter. Erfreulicherweise haben das wohl mittlerweile viele Menschen verstanden oder vertrauen den offiziellen Medien instinktiv nicht mehr. Die Nachrichtenportale der Mainstream-Medien verzeichnen jedenfalls für den April 2014 teils drastische Einbußen hinsichtlich der Besucherzahlen. Und es kommt noch besser. Die Leute werden es merken. Koblenz. Das Verfassungsgericht in Koblenz hat die Klage gegen die neue Rundfunkgebühr abgewiesen. Die GEZ verstößt nach Auffassung des Gerichts nicht gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Da haben sie wohl recht. Kann jeder tun und lassen, was er möchte, soweit man denken kann. Ist keine Steuer. Diese Erkenntnis könnte für andere anhängige Klagen Folgen haben. Die gute Nachricht: Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in den Seelen der Menschen einzieht, wenn sie ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Unendlichen einsehen und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das große Geheimnis wohnt. Und dass diese Mitte tatsächlich überall ist. Sie ist in jedem von uns. Das ist der wirkliche Friede. Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon. Der zweite Friede ist der, welche zwischen Einzelnen geschlossen wird. Und der dritte ist der zwischen Völkern. Doch vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, welcher innerhalb der Menschenseelen wohnt. Gedicht von Navajo Indianer. Das war's mal wieder für heute. Es sind auch heute nur gerade mal so blasse 13 Grad und es ist eigentlich ziemlich kalt für die Jahreszeit. Aber naja, wir werden schon noch wieder ein bisschen Sonne bekommen. Also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und fürs Zuhören, wie immer. Und verbleibe, einen schönen Abend an euch alle, und verbleibe eure Conny von der Redaktion der Honigmannsack.wordpress.com. Und tschüss.